Viele neue Zeitungen und Flugblätter erscheinen. Massenhaft und unzensiert verbreiten sie die Märzforderungen. Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit, Volksbewaffnung, Herstellung eines deutschen Parlaments und Schaffung eines Nationalstaats. Mitbürger, unsere Wünsche gehen in Erfüllung. Freiheit, Gleichheit, Brüderschaft. Hoch lebe die Republik. Die Throne wanken. Die Landesfürsten knicken reihenweise ein. Der Adel verzichtet auf seine Privilegien. Binnen weniger Wochen bekommen die meisten deutschen Staaten gewaltfrei neue Regierungen, liberale Märzministerien. Doch noch ist nichts gewonnen ohne den Umsturz in Preußen und Österreich, den beiden deutschen Großmächten. Wien, Hauptstadt des Habsburger Reiches. Ein absolutistisches Bollwerk ohne Verfassung. Nach blutigen Kämpfen triumphieren die Revolutionäre. Der Kaiser verspricht eine Verfassung, die allerdings nie in Kraft tritt. Auch in Preußen kommt es zum offenen Kampf. Hier regiert König Friedrich Wilhelm IV. Ohne Verfassung, allein von Gottes Gnaden. Mitbestimmung der Untertanen für ihn undenkbar. Doch der Druck der Straße erhöht sich von Tag zu Tag. 18. März. Bei einer Demonstration vor dem Berliner Schloss fallen Schüsse. Das Volk fühlt sich vom König verraten. In Windeseile werden Barrikaden gegen die vorrückenden Soldaten errichtet. 12 Stunden dauern die erbitterten Gefechte. Die Revolutionäre haben über 200 Tote zu beklagen.